Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Illwerke VKW TV Magazins. Sich für die Zukunft zu rüsten ist auf jeden Fall etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Bei Illwerke VKW funktioniert dies auf ganz verschiedenen Ebenen. Über allem steht das große Ziel der Energieautonomie 2050, das auch wirklich bei jeder Entscheidung eine Rolle spielt. Hier kann auch wirklich jeder seinen Beitrag leisten und der lohnt sich auch. Energie zu sparen ist nicht nur wertvoll für die Umwelt, sondern tut auch dem Geldbeutel gut. Wer sich zum Beispiel für effiziente Haushaltsgeräte entscheidet und diese auch bewusst nutzt, kann bis zu 30% der Jahresstromkosten sparen. Zusätzlich gibt es nun von der VKW eine attraktive Austauschprämie. Mit der VKW Haushaltsgeräte-Tauschaktion erhalten Kunden von der VKW und von den Vertriebspartner, das ist Montafoner Bahn, Ewerke Freistanz, Ökostrom und Stadtwerke Feldkirch, eine Prämie über 100 Euro, wenn sie ihr altes Haushaltsgerät gegen ein neues, effizientes A3-Plus-Gerät eintauschen. Eines sollte man aber nicht vergessen, auch wenn man energieeffiziente Geräte verwendet, sollte man auf energiesparendes Verhalten achten. Mit einigen kleinen Tipps, die einfach umzusetzen sind, erreicht man das beste Ergebnis. Also auch bei effizienten Geräten hat natürlich die Handhabung eine große Wirkung. Zum Beispiel bei den Kühlschränken die Innentemperatur von 5 Grad auf 6 bis 8 Grad anzuheben, die richtige Größe auswählen. Und zum Beispiel vielleicht noch die Entscheidung bei einem Gefriergerät, ob es ein Standgerät ist oder eine Tiefkühltruhe. Dort je nach Platzverhältnissen besser eine Tiefkühltruhe wählen, weil die ca. 10-15% weniger Strom brauchen wie ein Tiefkühlschrank. Also ein weiterer Tipp zur Waschmaschine ist, dieses Gerät auch nur voll befüllt zu starten. Und es ist auch nicht immer notwendig, die Wäsche auf Kochtemperatur zu spülen. Auch hier ist es möglich, eine 60 Grad Wäsche durchzuführen und bei wenig stark verschmutzter Bekleidung die Temperatur zwischen 30 und 40 Grad wählen. Und es muss auch nicht immer das Vorwaschprogramm gewählt werden. Es sind also meistens die kleinen Schrauben, an denen Sparbewusste drehen können, um den Energieverbrauch zu senken. Zum Wohle der Umwelt und auch zur Freude des Geldbeutels. Mit wenig Aufwand vieles verändern, es geht also wirklich sehr einfach. Wenn man von Zukunft spricht, dann gehören auch ganz innovative Ideen dazu. Bei Illwerke VKW kümmern sich da Spezialisten darum, mit neuen Ansätzen vieles zu verändern. Mit diesem Grundgedanken ist auch der Stromify-Marktplatz entstanden. Immer mehr Menschen ist es wichtig zu wissen, woher denn eigentlich ihr Strom kommt und wer dahinter steckt. Mit einem neuen Konzept aus dem Innovation Lab von Illwerke VKW soll genau dies nun ermöglicht werden. Stromify Marktplatz nennt sich dieses Konzept. Damit sollen künftig die kleinen Ökostromerzeuger mit den Konsumenten zusammengebracht werden. Also beim Stromify Marktplatz, da geht es darum, Plattform für einen Ökostromentwickler, auf der wir dann den Überschuss von Kleinwasserkraft, von Photovoltaik und von Biomasse bündeln und Produzenten und Konsumenten zusammenbringen. Das schaut dann so aus, dass ein Produzent mit einer kleinen Erzeugungsanlage, das heißt Kleinwasserkraft, Biomasse oder Photovoltaik, sich ein Profil auf der Plattform anlegen kann online und damit Gesicht sorgt, vor einen Vorhang tritt, dem Strom aus der Region ein Gesicht gibt. Und die Konsumenten können dann ebenfalls auf die Plattform aufgehen, können schauen, welcher von der Erzeuger spricht sie an, können sich einen auswählen und kriegen dort von dem der Strom. Sie unterstützen den also mit einem Mehrpreis gegenüber dem Marktpreis und unterstützen damit die erneuerbare Energie und die Regionalität. Der Stromify-Marktplatz wird als MVP-Projekt umgesetzt. MVP steht für Minimum Viable Product, also kleinstmöglich lebensfähiges Produkt. Das ist ein Begriff, der aus
der Startup-Welt kommt, den junge Unternehmen verwenden, weil die jungen Unternehmen, die Startups, haben häufig wenig Ressourcen. Die können sich nicht 5 Jahre in der Kämmerle hocken, Idee entwickeln, mit der nicht rausgehen. Dann finden sie dann am Schluss raus, dass die Idee gar nicht funktioniert, dass niemand die möchte. Und darum versuchen sie recht schnell mit solchen MVPs rauszugehen. Und unter dem Gedanken von der Kundenorientierung schnell rauszufinden, möchten das die Leute überhaupt, was wir da uns ausdenkt haben. Beim Stromify-Marktplatz haben wir den MVP-Gedanke aus dem Grund aufgefasst, weil wir nicht einfach jetzt eine Plattform bauen wollten, zum Schauen, ob die nachher draußen ankommt, ob die Leute meinen, dass das Sinn macht, was wir dort haben. Das Ziel für den Stromify-Marktplatz wurde klar definiert. Aktuell so haben wir 200 Unterstützer innerhalb von 60 Tagen zum Schauen, ob der Gedanke, die Idee, die wir jetzt gehabt haben, Sinn macht zum Not umsetzen. Und wenn wir sie umsetzen, dann möchten wir da eine Plattform entwickeln, über die wir dann die Nachhaltigkeit und die erneuerbare Energie fördern möchten. Mit dem Stromify-Marktplatz wäre es in Zukunft in ganz Österreich möglich, die Erzeuger von Ökostrom gezielt zu unterstützen und somit erneuerbare Energie in der Region zu stärken. Alle Informationen zum Stromify-Marktplatz und natürlich auch allen anderen Themen finden Sie übrigens auch in der aktuellen gedruckten Ausgabe des Illwerke VKW-Magazins. Da lohnt es sich natürlich einmal durchzublättern. Dort finden Sie auch Florian Alpertz, einen langjährigen Mitarbeiter von Illwerke VKW. Lebenslanges Lernen ist ihm ein wichtiges Anliegen und damit dieser Spagat zwischen Beruf, Wissensdurst und Familie auch wirklich funktioniert, ja, da ist auch der Arbeitgeber gefordert. Und das funktioniert, wie Florian Alpertz zeigt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein großes Thema in der Arbeitswelt. Beides sollte funktionieren, Erfolg im Job und trotzdem genügend Zeit für die Liebsten zu Hause. Bei Illwerke VKW wird hier alles versucht, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau dies zu ermöglichen. Florian Alpert ist hier ein gutes Beispiel. Er ist seit 20 Jahren im Unternehmen. Seit 10 Jahren begleitet er als Lehrlingsausbilder angehende Elektrotechniker auf den ersten Schritten im Berufsleben. Ich betreue da das erste und zweite Lehrjahr. Wir sind dann 10 Lehrlinge pro Lehrjahr und da werden die ganzen Grundlagen werden bei uns gelernt. Es hat natürlich mit der Geburt jetzt von meinen Kindern, an 2 Kinder, natürlich einiges verschoben. Das heißt, Zeitmanagement ist bei mir sehr wichtig. Nebenher habe ich auch noch ein Studium, wo ich auch noch mache, wo ich jetzt auch abschließe. Eine der wichtigsten Parts sind bei mir diese Arbeitszeitteilung. Das heißt, ich arbeite momentan 90% für ein Jahr. Und ich bin dann da auf meinen Hire-Partner, Personalabteilung, zugegangen und habe gesagt, okay, zweites Kind ist auf dem Weg. Ich möchte auch momentan etwas zurückfahren. Und da hat man mich dann gleich einmal angehört und habe das dann auch umgesetzt. Man sieht also, es ist beides möglich. Einen erfüllten und erfolgreichen Beruf auszuüben und trotzdem genug Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ja, das Thema Energie und vor allem auch das Thema Energiesparen, das wird ja wirklich immer wichtiger. Und deshalb ist es auch notwendig, diese Themen schon früh zu vermitteln. Genau dies tut der Arbeitskreis Schule Energie, ganz kurz gesagt ASE. Der macht nämlich nichts anderes, als Schülern, Lehrpersonen und auch Studierenden genau diese Themen Energie und Energiesparen und die unterschiedlichen Bereiche in dieser Themenwelt näher zu bringen. Wir sind jetzt hier in der Mobilitätszentrale in der VKW in Bregenz und bei mir ist der Geschäftsführer vom Arbeitskreis Schule Energie, Michael Vögel. Hallo, servus. Hallo. Michael, warum ist es denn so wichtig, dass man sich wirklich schon sehr früh mit diesen Themen Energie, Energiesparen und vieles mehr auseinandersetzt? Je früher, dass sich Kinder mit diesen Themen auseinandersetzen, wie vorhin erwähnt, Energie, Nachhaltigkeit, Stromsparen und Ähnliches, desto eher bleibt es den Kindern auch im Gedächtnis und desto längerfristig bleibt es ihnen und sie setzen wahrscheinlich auch dieses Erlernte, sei es im Kindergartenalter, sei es im Volksschulalter, dann auch später weiter um, auch wenn es im Unterbewusstsein hängt, dieses ganze Wissen. Also je früher man anfängt, desto besser. Wie funktioniert denn das ganz genau, wenn ihr sagt, okay, wir bereiten auch schon Schüler auf diese Themen vor?
Wir haben eine ganze Bandbreite an unterschiedlichsten Themenbereichen, die wir in den Volksschulen, in Mittelschulen, aber auch weiterführenden Schulen anbieten können. Wir machen es meistens so, dass ein Theorieblock, wenn ein Workshop erwünscht ist, zum Beispiel zuallererst vorgeschlagen wird oder vorgetragen wird, und dann im Anschluss können eben die Kinder mit uns gemeinsam auf spielerische Art und Weise unsere Geräte, unsere Versuchsanordnungen ausprobieren. Spielerische Art und Weise, das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Man sieht es auch etwas schon im Hintergrund. Ich denke, das ist auch der richtige Zugang, auch für die, gerade bei Schülern, du hast es gesagt, auch schon im Kindergartenalter zum Teil werden diese Themen behandelt. Ich denke, das ist auch wirklich der richtige Zugang, oder? Ist es auf jeden Fall. In diesem Bereich schulen wir jetzt Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, beispielsweise mit Workshops zum Thema Wasserkraft im Kindergarten, dass die Kinder halt von klein auf lernen, auch das Licht auszumachen, wenn sie einen Raum verlassen. All das ist mitverpackt in diesen vielen Angeboten, die wir als Arbeitskreis Schule Energie für Kinder jeglichen Alters machen und weitergeben. Ihnen auch dann vermitteln und in dem Fall natürlich auch den Lehrpersonen. Ich denke, das ist ja auch wichtig, dass die dann auch, sage ich mal, ohne euch dann wissen, wie man so Themen dann gut transportieren kann, oder? Genau, also wir machen auch Fortbildungen, Schulungen für Lehrkräfte, Lehrpersonen im Volksschulbereich, aber auch eben im weiterführenden Bereich. Hier wäre aktuell das Thema Elektromobilität höchst gefragt, weil uns das alle betrifft, auch in naher Zukunft weiter betreffen wird. Und genau dieses Thema wird ganz, ganz oft und stark nachgefragt von den Lehrkräften. Also es wird auch von Jahr zu Jahr mehr und es bleibt immer spannend, weil wir von Jahr zu Jahr auch neue Angebote bieten. Also ein Stillstand ist bei Gott nicht zu sehen. Das ist ja auch schön, dass es so weitergeht. Michael Vögel, vielen Dank. Und wir sind auch schon wieder am Ende angelangt unseres Illwerke VKW TV Magazins. Ich denke, zusammenfassend kann man wirklich sagen, wenn jeder etwas mit anpackt, dann kann man ganz gespannt und mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr über die vorgestellten Themen wissen möchten, die gibt es natürlich auch alle in der gedruckten Version des Illwerke VKW Magazins oder im Internet unter www.illwerke.vkw.at. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.